Einen wunderschönen ersten Advent, meine herzallerliebsten Butterblümchen. Ja, wir machen hier den nächsten Adventskalender, den dritten. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich über bis zum 24. jeden Tag mir eine Kleinigkeit überlege, eine kleine Überraschung. Und heute gibt es folgendermaßen: Heute gibt es die Legung. Die Liebeslegung, wir schauen auf deine Liebessituation und ich möchte euch das Ganze heute wie eine Geschichte erzählen. Und zwar gebe ich euch das heutige Kartenbild wieder, als ob ihr ein Buch lest, eine Geschichte hört, ein Hörbuch, wie auch immer, aber bezogen auf die aktuelle Situation in deiner Liebe und was kommt. Also ich erzähle es schon so, wie das Kartenbild es hergibt, verpacke es aber oder bringe es rüber wie eine Geschichte. Und ich habe mir gedacht, das passt so schön zur Adventszeit, ein bisschen besinnlich, ein bisschen ruhiger. Und ich dachte mir, das ist mal was ganz anderes und auch mal schön. Ihr kennt mich ja sonst eher mit: Hey, Schnüdelbutz, wie sieht es aus? Können wir starten? Und darum möchte ich jetzt mal weil ich sagte ja mal hier und da eine kleine Überraschung, mal was Neues. Und das möchte ich und brauche ich auch für mich. Ich habe es wieder ein bisschen schummrig gemacht. Ich hoffe, Moment, ich muss das Licht mal eben hier so ein bisschen. So. No, wartet mal eben, ich muss mal eben auf Pause machen. So, ich hoffe, ich habe es uns jetzt schummrig genug gemacht und mummelig und gemütlich. Und ich würde euch empfehlen, macht ihr es euch doch zu Hause auch gemütlich. Ihr könnt ja auf Pause drücken, euch was euch auch immer glücklich macht. Ein Kakao, ein Tee, ein Kaffee, meinetwegen Sektchen oder ein Wein oder Kuschelpuschen und Kamin oder Kerze oder Duft oder alles, was dir deinen Sinnen jetzt gerade gut tut und was dich so runterbringt, eine entspannte Situation und dir einfach mal anhörst, ob du dich wiederfindest, ob du vielleicht das eine oder andere hörst, was dir irgendwie weiterhilft zurzeit in deiner Situation. Es ist ein allgemeines Reading, das heißt, es muss nicht mit jedem hundertprozentig, also nicht wie eine persönliche Legung, wo es auf dich zugeschnitten ist, die du übrigens bei mir buchen kannst. Bitte ohne Vorabinformation. Alles unten in der Videobeschreibung oder meiner Homepage. Karten legen, Bindestrich, also wie heißt das nochmal? Karten legen, ach, Bindestrich, Mareike.com. Da gibt es doch irgendwie so ein Wort für, Mann. Mann, ich hatte das eine Zeit lang so gut drauf, jetzt ist es wieder weg. Auf jeden Fall, da könnt ihr auch gucken. Ihr könnt auch mal eben kurz Eigenwerbung. Ihr könnt auch bei mir Energiearmbänder erwerben, Energieübertragung im Grunde genommen. Also es sind Edelsteine und ja, Energiesteine. Und damit können wir verschiedene Themen angehen, wie zum Beispiel Trauerbewältigung, in die Verbindung, in die Lösung, in den Selbstwert, das innere Kind. Also es gibt unendlich Themen, die man da angehen kann. Und diese Steine sind sehr, sehr wertvoll. Wer da Interesse hat, den kann ich da gerne mehr zu erzählen. Ich bin sogar am Überlegen, weil ja in mir so ein kleiner, also so eine kleine Hexe ist, ne? So ein Anteil von einer Hexe und so ein Anteil vom Schaman. Ich weiß auch nicht, in mir sind ganz viele Anteile. Und ich habe sogar mal überlegt, ob ich da vielleicht eine besondere Sparte mache oder wieder mal irgendwie so eine neue Idee. Aber lassen wir mal auf uns zukommen, ne? Wie ich euch da mehr Wissen geben kann, für den es interessiert, den Steine, Liebeszauber, Kräuter, Heilkräuter und alle möglichen magischen Kräuter und so weiter, wen das alles interessiert. Naja, aber heute kommen wir jetzt zur eigentlichen Sache und das ist deine Liebesgeschichte. Ups.
deine Liebesgeschichte. Da wollen wir heute drauf schauen. Und wir wollen gerne wissen, wie die jetzige Situation sich erstmal so zeigt. Also was, damit du dich auch wiedererkennst, du schauen kannst, hey, ist das vielleicht heute teilweise auch an mich gerichtet? Und ja, nimm dir bitte nur das an, was dir wirklich weiterhilft für dich, für dein Leben, für dein Weiterkommen und dich nicht in einer, ja, in einem Wartemodus, Warteschleife gefangen hält, in der du stecken bleibst. Wenn du dieses Gefühl hast, dann ist es Zeit, da was zu ändern. So. Und jetzt geht es los, meine Lieben. Und jetzt kommt deine erste Advents-Liebesgeschichte. Sagen wir mal so, nach wahren Begebenheiten. So, ich versuche das so fließend wie möglich gleich zu gestalten. Ne? Es ist natürlich nicht so, dass ich hier ein Buch vor mir habe und da gleich rauslesen kann, sondern ich gebe mir Mühe, das als fließende Geschichte wiederzugeben. Aber nehmt es mir nicht böse, wenn das ein oder andere Mal auch ich mal ins Stocken komme. Letzte Mal mische ich noch. Was da nicht springt, möchte sich nicht zeigen. Okay. Jetzt mischen wir das auch noch mal durch. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. So, ich würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Kanal hier abonnieren würdest. Dann kannst du noch weitere, ja, Adventstürchen erleben. So, wir wollen wissen, wie geht es weiter? Was ist jetzt wichtig? Was möchte, ja, der Äther, die Akasha-Chronik, was möchte er dir sagen? Er, sie, es. Und was steht jetzt an für dich, für ihn in eurer Liebe? Wie sieht es mit seinen Gefühlen aus? Kommt er in Bewegung? Okay, wir haben jetzt die Grundbasis, das mische ich nochmal durch und dann geht's los. Jetzt steigen wir auch schon in die Geschichte ein, in die Geschichte nach einer wahren Begebenheit. So. Ich muss mich eben kurz konzentrieren. So, und jetzt geht es los. Okay. Also. Ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, die einen Mann liebt. Für jeden, der einen Mann liebt, Frau, die eine Frau liebt, ist völlig unwichtig. Es geht hier wirklich nicht um die geschlechtliche Liebe, sondern um die Situation an sich. Aber um das Ganze in den Fluss zu bringen, muss ich da mir eins auswählen. Und da ist meine persönliche Situation einfach am sinnvollsten. Okay, los geht's. Also, wir haben hier einen Mann und eine Frau, eine Situation, die von Anfang an vielleicht nicht sehr leicht war. Jo, beide waren, haben sich kennengelernt, getroffen, sind sich begegnet in einer Situation, wo jeder für sich an einen Wendepunkt oder ja mitten in einer großen Veränderung stand. Vielleicht nicht bewusst, vielleicht auch unbewusst, ne? Aber das Ganze hat für sehr viel Aufruhr. Ja, diese beiden Menschen haben Gefühle füreinander entwickelt. Es sind Gefühle gekommen, ja, die einfach das ganze Leben beflügelt haben, erleichtert haben. Jeder hat für sich so gedacht, ach Mensch, das steht doch unter einem so guten Stern. Wenn es so tief ins Gefühl geht, dann muss es doch das Richtige sein, dann muss es doch was ganz Besonderes sein.
Und da aber nun mal der Zeitpunkt sehr schwierig war, weil beide in einem sehr, sehr wichtigen Umwandlungsprozess sich befinden. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite eine Frau mit ganz viel Liebe im Herzen für diesen Menschen und den Wunsch, diese auch zu geben und zu teilen und dafür einander da zu sein, in guten wie in schlechten Zeiten und den Menschen an sich zu sehen. Und auf der anderen Seite, ups, haben wir hier jemanden, der diesen Wunsch in seinem Herzen auch trägt, aber noch ganz viel Ängste und ganz viel Unruhe in sich selbst hat. Ja, dieser Mensch hat in seiner Vergangenheit sich oft abhängig gefühlt, einer Person, einer Situation ausgeliefert so ein bisschen und ja, hat Sehnsüchte in sich gehabt, Bedürfnisse, die nicht gesehen worden sind. Und daraus ist es nun, ist eine große Veränderung passiert. Er hat sich ja, entwickelt, verändert, in kleinen Schritten, gar nicht mal so zack von einem Tag auf den anderen. Und er hat sehr viel Hoffnung in die Liebe, in die Partnerschaft mit einer Frau gesetzt und ist da und den Wunsch danach, sich wirklich ja, als gemeinschaftliches Team und Liebespaar, also als dieses große Ganze sich zu verbinden und ja, kleine Schritte in einen sicheren Hafen zu gehen, dass man sich vertrauen kann, aufeinander verlassen kann. All das waren Wünsche, die er mal hatte. Und dann muss eine große Enttäuschung gekommen sein. Er wurde ja von der weiblichen Welt enttäuscht, verletzt. Diese Hoffnung, Erwartung, Träume, die haben sich einfach so nicht umgesetzt. Und ja, das hat Spuren hinterlassen bei diesem Mann, diesem Menschen. Er ist nicht mehr, er hat das Vertrauen in sich selbst verloren, er hat den Glauben an sich selbst verloren. Und er hat den Glauben an sich selbst verloren und ist im ständigen Konflikt mit sich selbst dadurch gekommen. Ich glaube, dieser Mann weiß bis heute nicht, dieser Mensch weiß bis heute nicht so richtig, was er eigentlich will, warum er hier ist und was er eigentlich sucht. Diese Dinge, auf diesem Weg ist er, da bist du vom Timing her, die Frau, diese junge Frau, nennen wir sie Isabella oder wie auch immer, ist da schon etwas weiter, aber hat auf der anderen Seite ganz andere Probleme und ja, Transformation oder Probleme will ich das nicht nennen, sondern Hürden zu bewältigen, Erfahrungen zu sammeln und ja, zu wachsen in dem Sinne. Es kommen sehr, ich sag mal, das Universum meint es gut und es kommen positive Ereignisse, positive Nachrichten, die euch beide so ein bisschen wieder nach vorne bringen, wieder auf das besinnen, worum es eigentlich geht zwischen euch. Jetzt komme ich wieder in die zwischen diesen beiden Menschen. Auf jeden Fall haben wir kommen da gewisse Nachrichten und ja, es wird so sein, dass beide noch mal die Gelegenheit haben, selber zu schauen,
Was wünsche ich mir von dem anderen? Was wünsche ich mir überhaupt? Was will ich überhaupt? Und bin ich bereit, in die richtige Richtung zu gehen, nämlich bei mir selbst zu schauen? Da haben wir eine po sehr positive Entwicklung. Also es ist nicht so, dass wir von beiden Menschen erwarten können, dass auf einmal alles gut wird, weil diese Entscheidung getroffen wird. Nein, wir haben hier eine Geschichte, in der es kleine Schritte vorangehen wird, aber es auch kleine, glückliche, schöne Momente geben wird, wo beide verstanden haben, dass oft es nicht das ganz Große ist, sondern diese ganz kleinen Dinge, die man wertschätzen und mitnehmen sollte, ohne zu sehr in den Kopf, in den Verstand zu gehen und sich hin und her zu reißen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich muss jetzt den oder den Weg einschlagen. Ja, oh. Also, hier geht es um gewaltige Veränderungen, um gewaltige Schöpferkraft. Ihr beiden zusammen, also jetzt komme ich schon wieder in das Licht. Diese beiden Menschen zusammen haben eine sehr, sehr gewaltige Schöpferkraft. Das heißt, da kommt eine starke Energie zusammen, wenn beide es bereit sind, da bei sich zu schauen und trotzdem ein Gemeinsames zu finden innerhalb diesen Verbundenheitskreises. Trotzdem noch, wie bei dem Yin-Yang, jeder seine Entwicklung, seine persönliche, menschliche Entwicklung nicht aus dem Fokus zu verlieren. Und hier ist eine gewaltige Schöpferkraft, damit will ich sagen, wenn hier diese beiden Menschen, dieser Mann und diese Frau, hier die richtigen Entscheidungen treffen und hier bereit sind, nicht wegzulaufen, sondern sich den Dingen zu stellen und es nicht rauszuschieben, sondern den Weg in Richtung des größten Wunsches, nämlich der tiefen Verbundenheit und der Sicherheit des Ankers, des Angekommenseins, ja. So haben wir hier eine große, gewaltige Möglichkeit und beide zusammen können sich wunderbar ergänzen. Also es ist ja eigentlich ein sehr passendes Bild, sofern diese inneren Prozesse hier gegangen werden, ne? Und damit meine ich nicht diese typischen Seelenpartner oder Dualseelen, sondern im Allgemeinen diese Lebensprozesse. So, hier ist eine sehr. Also der Mann hat eine sehr große Angst vor etwas Neuem, neue Türen zu öffnen. Denn er weiß ganz genau, er muss eine alte Tür auch dafür zumachen. Ich muss zu der anderen Tür hingehen, sie öffnen, hindurchgehen. Dafür muss ich die andere hinter mir schließen. Und es könnte Gefahren entstehen, die ich jetzt nicht absehen kann. Und da heißt es wieder dieses Loslassen, ins Vertrauen gehen. Hey, ich glaube gerade daran, dass hinter dieser Tür mein Herzensglück ist. Und das aus tiefstem Herzen auch wirklich anzunehmen und da reinzugehen, hier das Kreuz, in diese Angst zu sagen, okay, ich nehme diese Schwere jetzt, dieses Kreuz. Das lernt er zurzeit. Diese Seele, von der wir hier sprechen, in der du dich so unsterblich verliebt hast. Auf jeden Fall ist hier eine Stimme im Kopf, Erinnerungen aus der Vergangenheit, die dieser Mensch echt bewältigen muss, die immer wieder kommen. Das ist sowieso die kleine böse Stimme, die kommt und sagt, hey, da könnte aber dies und das. Und das heißt es eben zu bewältigen, sozusagen. Dann haben wir hier, ach so. Und es ist hier ab, ich möchte hier am Ende positiv sagen, beide haben hier eine große Chance. Und am Ende ist es ein ganz große, starke Energie hier eben. Und das Potenzial ist wirklich groß, dass hier beide am Ende, ja,
zu dem großen Ziel kommen, dass den Weg miteinander weiterzugehen und zusammenzuwachsen und trotzdem noch jeder für sich. Und ja, das ist die heutige Geschichte. Und ich bin immer wieder, ich bin so, mir ist aufgefallen, weil ich wirklich in diesem, weil ich ja immer in der Ich-Form oder du, und es ist mir sehr schwer gefallen, das so als Geschichte, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich fand das aber irgendwie toll und ich werde das noch ausbauen und noch mal ein bisschen verändert machen innerhalb des Adventskalenders. Ich habe da schon so meine Idee, lasst euch überraschen. Aber wenn du Bock darauf hast, dann noch mal und dich überraschen lassen willst, würde ich dir empfehlen, den Kanal zu abonnieren, meine Jutzte. Und ja, die Glocke zu aktivieren, denn sonst werden dir meine Videos leider nicht vorgeschlagen. Und was noch? Was wollte ich noch sagen? Ach so, so ein Däumchen da oben. Ihr wisst es, ist dasselbe wie loben. Vergesst das nicht. Das ist meine einzige Unterstützung, die ich hier so brauche, um nicht in der Versenkung zu verschwinden. Es ist einfach eine Unterstützung. Und wenn dir das gefällt, was ich mache, dann würde ich dich von Herzen darum bitten, mich mit einem Kommentar, einen Daumen nach oben oder aber ein Abo zu unterstützen. Ja. Und danke an alle, die das Video von vorne bis hinten schauen, die mich unterstützen und die Werbung hier ertragen. Es ist leider so, ich kann es nicht ändern. Ich habe schon gestern gesagt, ich kann das gar nicht mehr beeinflussen, sonst konnte man immer überspringen. Jetzt kann ich das nicht mal mehr selber einstellen, also die Videos, die Werbevideos überspringen. Ich kann nur noch an- oder ausmachen. Und jo. Ich bedanke mich dafür. Das ist für mich eine Unterstützung, wenn ihr das schaut. Und ansonsten, meine Guten, wird es morgen wieder was Neues geben. Und lasst euch überraschen. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wundervollen zweiten Advent. Und ich hab euch lieb. Und ich bin froh, dass ich euch hab. Und meine Butterblümchen, ne, die sind tief in meinem Herzen drin. Und wenn du eins werden willst, ne, nochmal so, das ist ganz einfach. Du musst nicht Mitglied werden. Das kostet nichts, gar nichts. Du musst einfach nur diesen Kanal hier abonnieren. Und dich uns anschließen. Und ein offener, toleranter Mensch sein, dem es wichtig ist, dass die Menschen sich wieder mit dem Herzen verbinden. Das reicht schon aus. So, ich wünsche dir was, meine gute Schnute. Bis morgen. Tschüssi!